Willkommen zu meinem neuen Projekt Fahrenheit. Der Vorgänger von Heavy Rain. Ja, so. Ich werde jetzt, also es ist nicht blind, also nicht komplett. Ich weiß noch nicht, ob ich gerade weiterspiele, weil da bin ich relativ weit schon. Weil, So. Hier, Perke habe ich schon mal erstellt. Da habe ich schon ein bisschen angespielt. Aber, neuer Film. Der Tutorial. Ja. Ja, ich habe jetzt ein neues Mikro. Es rauscht ein bisschen doll, aber mal gucken, ob ich das auch noch in den Griff bekomme. Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mehr so sein wie früher. Spiel ist angelegt wie ein einziger riesiger Film, in dem man selber die Entscheidungen treffen kann. Und es begann alles genau hier. Wo auch sonst. New York. Die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde.
Was habe ich getan? Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Scheiße gelaufen, ne? Wie diese Zeiten. Schnell. Ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Okay, ach, ich hab die, Steuerung noch nicht umgestellt. Maustaste drücke, schaltet dann wieder auf den Punkt oben. Dann kann ich halt das die jeweilige Aktion ausführen. Und hier muss ich dann weiter. Und rechts sehen wir eine Verfassung. Und dann würde ich sagen hier. Ordentlich aus. Komme ich da raus? Na, ah, vergittert. Und da komme ich nicht raus. Jede Entscheidung, die man trifft, hat halt hier Konsequenzen für den späteren Spielverlauf. Das Messer, das muss ich loswerden. So besser. Anrufbeantworter von Marcus Kane. Ich bin nicht zu Hause. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Bruder. Ja, ich weiß. Sir? Die Bedienung. Sie hat was gemerkt. Das war's. Hey, Sie! Die Rechnung! Ich muss dieses Viertel schnellstens verlassen, bevor die Polizei hier ist. Bis nach Hause ist es zu Fuß zu weit. Ich muss ein anderes Transportmittel finden. Niemand verlässt das Lokal. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen. Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft.